Moin moin und herzlich willkommen und, na ja, gut, weil wir es ja hier noch nicht hatten, ein frohes neues Jahr. Unsere Januar-Neuheiten stehen in den Regalen der Nation bereit und es ist Zeit, dass wir uns mal die Highlights angucken. Und so wie immer gibt es dann zum Abschluss nicht nur eine Monatsübersicht, ja, mit allen Neuerscheinungen, sondern natürlich auch nochmal alle Nachdrucke in diesem Monat. Starten wir jetzt, aber erstmal mit dem Shoujo-Segment. Viel Spaß! Der erste Shokoka-Titel im Jahr 2022 ist Der Wind unter meinen Flügeln von Chiya Teshima, der Mangaka von Der Frühling macht mich ganz verrückt. Und dieses Mal wird es aber ein bisschen schwermütiger bzw. melancholischer. Worum es genau geht, das erfahren wir jetzt. Die 17-jährige Midori ist seit dem tragischen Tod ihrer Mutter komplett auf sich alleine gestellt und muss sich um ihren kleinen Bruder Ai kümmern. Ihr Vater arbeitet bis spät in die Nacht und daher bleibt auch der Haushalt an ihr hängen. Und das, obwohl sie selbst auch noch zur Schule geht. Aber auch da sind ihre Mitschüler und sogar die Lehrer auf sie angewiesen. All diese Verpflichtungen, die sie zwar gerne übernimmt, ihr aber kaum wirklich Zeit für sich selbst geben, engen sie ein, wie einen Vogelkäfig. Um aber wenigstens einen kurzen Moment zu verschnaufen, zieht sie sich gerne auf den Innenhof des alten Schulgebäudes zurück. Hier ist wirklich nie jemand... Huch, wer ist denn das? Ein gut aussehender Mann, der am helllichten Tag einfach auf der Bank schläft? Schnell stellt sich heraus, dass der Mann ein ehemaliger Schüler ist, der einfach einer spontanen Laune gefolgt ist. So unerwartet, wie dieser Mann in Midoris Leben aufgetaucht ist, genauso schnell verschwindet er auch wieder. Mit einem beeindruckenden Sprung durch das Loch im Zaun. Gut, die Landung ist allerdings nicht so beeindruckend, aber ja, man wird ja auch nicht jünger. Aber dennoch scheint er genau das zu haben, wonach sie sich insgeheim sehnt. Freiheit. Zum Glück war das aber nicht die letzte Begegnung der zwei. Der Wind unter meinen Flügeln ist mit 4 Bänden abgeschlossen und die Serie hat auch ein richtig schickes Buchrückenmotiv spendiert bekommen. Band 2 erscheint dann im April. Ein Vorteil vom Internet ist ja, dass man völlig anonym über alles schreiben kann, was man möchte. Zum Beispiel über die eigenen Fantasien, die im Alltag vielleicht nicht den passenden Platz haben. Aber ist man dabei wirklich immer völlig anonym? Tja, leider nicht. Und genau das ist die Ausgangssituation bei Lovesick Ellie. Denn der Schwarm der Schule entdeckt den Twitter-Account von unserer Protagonistin Ellie, auf dem sie ihre geheimsten Wünsche über einen coolen Boyfriend geteilt hat. Hier steht auf kurzweilige und leicht versaute Romcoms, bei denen kein Fettnäpfchen ausgelassen wird. Dann bekommt ihr von uns nun mit dem Starterpack von Lovesick Ellie ein verführerisches Angebot. Band 1 und 2 zum Vorzugspreis von 9,99 €. Lovesick Ellie ist übrigens mit 12 Bänden abgeschlossen. Band 10 erschien jetzt ebenfalls im Januar, Band 11 kommt im März und Band 12 dann im Mai. Und wenn ihr die My Shoujo Moments Fotokarten sammelt, haltet die Augen nach Verliebt in die Nacht Band 6 auf. Denn dieser Band hat von uns diese schicke Karte als Buchextra bekommen. Aber hey, holt euch den Band nicht nur wegen der Karte, ne? Lest den Manga auch. Die Story ist echt gut. Nachdem Kay, unserer Protagonistin Sena, bei Blind vor Liebe Band 1 direkt bei ihrer ersten Begegnung einen Heiratsantrag gemacht hat, den sie zum Glück natürlich direkt abgelehnt hat, haben die beiden aber nun nach 4 weiteren Bänden einige Höhen und Tiefen zusammen durchgemacht. Und wie die Geschichte der beiden nun endet, erfahrt ihr im 6. und damit letzten Band. Anders als zuerst geplant bzw. auch gehofft, mussten wir The Saint's Magic Power is Omnipotent Band 2 doch einen Monat nach hinten verschieben, sodass er jetzt im Februar kommt. Band 3 erscheint dann im April. Endlich haben wir Cased Heaven Band 5 für euch am Start. Und hier fährt der zweite Jahrgang auf Klassenfahrt und besucht Kyoto. Und ja, natürlich geht auch hier das brutale Kastenspiel weiter. Und auch beim Manga von Konosuba geht es endlich weiter. Da mussten wir ja letzten Monat ja leider den 8. Band kurzfristig verschieben. Aber nun ist der auch erschienen. Und ebenfalls erschienen ist nun Bleach Extreme Band 26. Und wir dürfen erneut das packende Finale des legendären Shonen-Klassikers erleben. Und um die Menschen, die er liebt, zu beschützen, muss Ichigo wirklich alles geben. Denn sein letzter Gegner kann nicht nur in die Zukunft sehen, sondern sie auch noch verändern. Der erste Band von ID Invaded Hashtag Break Broken hat einen rasanten und spannenden Auftakt hingelegt. Er schien ja fast so, als wäre der Mord schon aufgeklärt, aber natürlich fehlen noch wichtige Puzzleteile. Wer auf actiongeladene Sci-Fi-Thriller steht und auf die Zeichnung von Bloodlet-Mangaka Yuki Kodama, der darf diese Serie wirklich nicht verpassen. Und während wir alle noch auf den Nachdruck von Inio Asanos Gute Nacht Pum Pum warten, checkt doch mal seine aktuell laufende Serie Dead Dead Demons DDDD Destruction aus, denn da erschien nun Band 8 und ja, bevor die Frage kommt,
Für Band 9 haben wir auch schon einen Release, der Band kommt im Mai. Inio Asano hat mit Dead Dead Demons D-D-D-D-Destruction wieder eine einzigartige Geschichte geschaffen. Mit ja, riesigen Raumschiffen, die auf einmal auftauchen, Menschen töten und dann einfach nichts mehr. Sie schweben einfach über den Städten. Kein Angriff, keine Zerstörung, nichts. Und in diesem neuen Alltag leben nun Kalode und ihre Mitschülerin, ja, die nun mit dieser merkwürdigen Bedrohung umgehen müssen. Doch ja, eigentlich hat sich soweit dann eigentlich auch nicht mehr viel verändert. Man geht weiter zur Schule, trifft sich und hat Spaß. Nur für wie lange noch? Und wer schon mal einen Manga von Inio Asano gelesen hat, weiß genau, wozu dieser geniale Mangaka imstande ist. Und von uns gibt es deswegen da eine ganz klare Leseempfehlung und wir würden uns riesig freuen, wenn ihr dieser Serie mal eine Chance gebt. Und bevor wir zur Monatsübersicht kommen, leider mussten wir auch Fate Zero Band 6 verschieben, aber auch der kommt dann im nächsten Monat. Und jetzt feuerfrei für die Monatsübersicht. Bei den Nachdrucken waren wir zum Start des neuen Jahres auch weiterhin richtig fleißig und ab sofort sind 31 Bände wieder verfügbar. Welche das sind, das seht ihr jetzt. Damit sind wir am Ende des Videos angekommen. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch gerne mal einen Daumen nach oben da, abonniert diesen Kanal und aktiviert die Glocke, damit ihr in Zukunft auch keine Videos mehr verpasst. Und ja, ich lasse euch jetzt hier mit diesen beiden Videos mal alleine. Bleibt gesund und lest fleißig Manga. Ciao!